So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Dommer dabei. Wie immer. Und wir gucken uns heute an Show and Tell gegen 8cast. Also ein Deck, was aktuell bei uns sehr viel gespielt wird, aber in der Meta nicht viel. Und ein Deck, was bei uns sehr selten gespielt wird, aber in der Meta sehr viel. Ja. Also 8cast ist als geheimes Tier 1 Deck verschrien. Tatsächlich auch ein relativ günstiges, oder? Ja, ja. Auch, glaube ich, keine Reserveless-Karten drin. Spielt keine Cities. Spielt auch die Liste. Du spielst ja auch kein Echo-Spiel, also spielst du auch keine LEDs. Nö, ist tatsächlich eine ziemliche Liste. Gerade wenn du auch ein bisschen modern Affinity spielst, kommst du sehr schnell da drauf. Mhm. Das ist sehr nett. Show and Tell auf der anderen Seite. Boah, ich sehe die. Sind das die neuen Emrakule? Das sind die neuen Emrakules. Sind die Textured vorher? Müssen wir gleich mal schreiben, ob er Budget spielt. Der spielt Budget. Ich hoffe, sie sind wenigstens deutsch. Ich wollte gerade sagen, die können aber deutsch sein. Ja, jetzt, ja. Weil es gibt Double Masters in Deutsch. Ich glaube aber, die Hand von unserem Show-and-Tell-Herrn, die war ziemlich stacked. Ja. So wie ich das gesehen habe. Ich habe leider kein Forsofil gesehen bei 8cast. Ist das ein Endstub? Das ist ein Engine-Tomb, ja, das ist eine Insel. Und ja, Show-and-Tell durch Misty Rainforest. Da ist noch ein Engine-Tomb, 3 Mana. Oh, da ist ein Forsofil auf der Hand. Ah, das ist die einzige blaue Karte, glaube ich. Der Sai. Uff. Ja, wobei das jetzt ziemlich stabil ist. Er kriegt jetzt durch den Sai ein 1-1 Topter, kann den mit der Foundry in einen 4-4 Konstrukt verwandeln. Das ist schon ziemlich stabil. Ja, okay. Wenn dort so alles funktioniert. Ja, und wenn man nicht weiß, wie man spielt, ist es auf jeden Fall der bessere Play. Also muss man einfach sagen, es ist ein sehr, sehr, sehr stabiler Play. Ja, das wird schön. Wirklich gut. Und jetzt hat man halt nur noch das, wo ohne den Sai hätte man den Zug eigentlich nicht spielen wollen. Oh. Ja, noch. Denkst du dir sogar das Deck an? Oder macht man das? Doch. Das macht man in seinem Zug, damit man im Gegnerzug eine Karte zieht für das Forsofil. Ja. Hier ist ein Mexican Standoff, ist ganz witzig. Weil, wenn man jetzt die Bubble knackt, fetcht der Gegner danach. Wenn man es nicht macht, fetcht der Gegner nicht. Okay. Sehr wahrscheinlich, ja. Man guckt nach, man kann auch bei sich selber gucken. Aber man guckt beim Gegner. Ja, okay, dann macht es halt keinen Sinn, bei sich selber zu gucken. Dann fetcht der Gegner, damit weniger Informationen vorhanden sind. Das macht schon Sinn. Ja, wenn man gefetcht hätte. Ja, also ob man jetzt fetcht oder die Runde drauf für das Show and Tell, das Engine Room Show and Tell, was da auf der Hand war. Das macht echt keinen Unterschied. Ja. Also bei 8cast ist auf jeden Fall schon mal eine Menge auf dem Feld. Ist die Frage, ob das reicht. Das ist halt schon eine Menge Power. Aber ich glaube. Oh, ne, Abkeep. Blaue Karte? Blaue Karte? Was ist eine blaue Karte? Weiß ich gerade nicht. Aber ich glaube, bei unserem Show and Tell ist kein Rot. Das heißt, man wird, wenn dann, den Emmy direkt reinlegen. Ja, genau. Show and Tell, Emra, cool. Ja, okay, du brauchst ja keinen Karakas zu fürchten. Mega. Blaue Karte. Das war auf jeden Fall ein Forsofil auf der Hand. Komm schon. Das ist, glaube ich, keine blaue Karte. Nein. Das könnte jetzt wehtun. Dann legt jeder was rein. 8cast, was hat denn 8cast da auf der Hand? Wenn es nicht blau ist, man nicht reinlegen will, kann es ja nur ein Chalice sein. Das kann nur ein Chalice sein oder. Oder vielleicht ein 0-Mana-Artefakt, womit man mit Sai was machen will. Ja, hier nimmt man sich einen Top da und geht auf den, ja. Ist ein 1-1, ja, kannst du einen 1-1 Flieger machen, damit du was zum Blocken hast. Aber den hast du ja so oder so. Ach, stimmt, ja. Das ist ja top da. Geht hier auf die 4-4 Konstrukt. Das macht halt genau gar nichts. Jetzt ist die Frage, was 8cast da dengelt. Ja, ist schwierig, weil. Kann 8cast noch was denken? Ja, es gibt im Deck, im Mainboard, die Möglichkeit, mit Ding zu spielen, mit Ether Spellbomb. Und Ether Spellbomb bounce die Kreatur und ist ein farbloser Spell. Damit kann man bouncen. Das ist halt kein Instant oder Sorcery, das ist halt ein Artefakt. Genau.
Ansonsten wird es ein bisschen schwieriger. Schade, dass hier nicht mit der Bubble eine blaue Karte gezogen wurde für den Endcast-Spieler. Schoentel-Spieler hat hier alles einfach richtig runtergespielt. Der hatte, glaube ich, sogar noch ein Target und noch ein Schoentel und noch ein Sneak Attack auf der Hand, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, sah zumindest ziemlich stacked aus jetzt ganz zum Schluss. Hast du einen Blood Moons reingenommen? Ja, klar. Solide. Kann man machen gegen Endcast. Gerade wenn es auch Ursas Saga und so weiter im Deck sind. Das ist schon heftig. Ja, Ursas Saga ist halt im Endeffekt Stone Rain. Boah, ist die Frage, da wird aber eine Menge reingenommen. Oh ja. Uff. Vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, Hercules Recall, Defense Grid. Ja, Defense Grid. Ja, aber Hercules Recall ist auch gut. Da wurden Ponder und Preordains rausgenommen. Oh. Uff. 6 Karten rein. Das ist eine Menge für Schuld. Ja, okay, wahrscheinlich 2 Blood Moons, ja. 1 oder 2 Recall. Ja. Man muss hierbei auch sagen, dass das Showntell immer ein Überbegriff ist für verschiedene Showntell-Listen, die wir benutzen. Das hier ist eigentlich eine Omnitell-Liste. Ja. Also spielt mit Sneak Attacks, ja, aber mit Omniscience und Wishes. Und dem Combo-Win dann. Genau, dem Combo-Win, was ja nicht mehr so viele machen. Deswegen müsste da eigentlich Omnitell spielen. Da ist ein Mulligan vom Endcast. Das ist schon mal nicht so geil. Ja, das ist aber möglich. Also gerade wenn du jetzt weißt, okay, du spielst dagegen, du brauchst Forzerfill, Blue Card und dann ein bisschen was an Agro, das geht schon ganz gut. Chalice of 1. Chalice of 1 auch richtig gut gegen Show and Tell. Also wenn die da nichts mehr machen können, das ist schon nice. Das ist schon okay. Ja, okay, du stellst halt der ganze Cantripping ab. Ja. Das ist schon super. Ja, gerade wenn du halt nicht den Winlamper auf der Starthand hast. Und bei Schauntel, wie gesagt, Bloodmoon reinkommen, Hercules Recall ist natürlich auch richtig mies. Ja. Das kann schon wirklich easy mal zu sowas führen. Das ist ein Fortcast. Mhm. Und eine Bubble. Das ist ein Ponder und Schauntel. Boah, ich muss gut gucken, was da alles ist. Ponder, Schauntel, ein paar Fetchländer und Ancient Tombs. Ha! Und ein Lotus Petal. Dann fetcht man auf eine Insel und spielt wahrscheinlich das Ponder. Jo. Da wird jetzt wahrscheinlich wirklich Sirkonso auf Insel gefetcht. Wenn jetzt nächste Runde noch irgendwie ein Land kommt oder ein Artefakt, kann man auf jeden Fall Forecast spielen. Ja. Bisschen die Hand wieder aufpumpen und dann, also als Edcast-Spieler, und dann hoffen, dass man den Counter-War gewinnen kann. Oder überhaupt hinbekommt. So Ponder. Ja, Ponder lässt man durchgehen. Ponder ist natürlich ist ein Old Bottom. Oh, da ist ein Wish auf der Hand. Ein Omniscient. Oh mein Gott. Und Show and Tell. War das ein Show and Tell oder ein. Ein Forceful, aber ein Show and Tell ist auf der Hand. Man hat den Combo Win. Aber hat man jetzt das zweite Force genommen? Ich glaube, man hat hier das zweite Force genommen. Oh, Engine Doom. Hat man einen. Zweimal Artefakt, einmal Artefakt, irgendwas. Puh. Thoughtgeist kostet aktuell 2 Mana. Das wird wahrscheinlich auch gerade gezockt. Ja. Dann hat man nämlich den. Das eine Mana noch floaten. Man hat ja auch ein paar Ein-Mana-Spells drin. Also im Gegensatz zu anderen Chalice-Decks ist es ja wirklich so, dass du am Main-Mod trotzdem Einser spielst. Wegen Ursas Saga. Da ist ein Petal. Das sieht jetzt nicht so toll aus, to be honest. Nee, aber es ist auch noch kein Omniscience. Oder war da ein Omniscience auf der Hand? Ich hab's übersehen. Das kann sein. Weil das ist ein ziemlich stabiler Schauenteil. Also ziemlich schneller Schauenteil-Move. Ja, Schauenteil. Kein Force of Will. Und es wird nichts reingelegt. Oh, es wird was reingelegt von Edcast. Ja, hat er schon ausgewählt, also ja. Turtle kommt rein. Turtle kommt rein, Turtle triggert sich selber. Omniscience ist drin. Ja, Wish hat man auf der Hand. Wish. Okay, das ist um. Jetzt einmal kurz noch die Wish-Kombo erklärt. Man nimmt sich das Fireside. Firemind? Firemind? Firemind, irgendwas. Okay, er gibt man hier eine andere Road. Man kann auch die Eingebung aus dem Sideboard nehmen. Und kann mit der Intuition einfach 3 Emrakul zeigen und einfach ein Emrakul casten. Ja, kann man auch machen. Das sind 6 Permanente beim Gegner. Man kriegt einen Extrazug.
Ja, das, ja. Das sind halt dann drei Emerald cool. Das dürfte auch ein Konzit zu sich führen. Das ist um. Also da sehe ich auch nicht, wie der Outcast noch rauskommen sollte. Otawara kostet 4. Otawara kann ich auch bouncen, aber dann hast du ja trotzdem Hardcast und dein extra Turn. Du hast auch kein Legendary liegen, nee, dass die billiger würde. Nö. Das ist, nimm dir einen Emrakul auf die Hand, der Rest wird eingemischt. Jo, das war mal und so typische Showntell. Ja, das waren zwei Spiele, wo Showntell einfach mal gezeigt hat, was Showntell machen kann, wenn es in Ruhe gelassen wird und wie schnell das einfach geht. Zweimal Turn, zwei Kill. Ist nicht, also es ist die Ausnahme bei Showntell, gerade mit Rot, aber es zeigt halt, dass dieses Deck halt immer noch seit wie vielen Jahren unverändert gefühlt? 15. Ja, also seit im Endeffekt im ersten Innistrad-Block. Ja. Hat dieses Deck, Omniscience hat nochmal cool was gemacht, ja, aber grundsätzlich seit, also vorher gab es natürlich auch schon Sneak Attack-Decks und Showntell-Decks. Ja, da kam ja aber cool. Genau. Grizzlebrand. Grizzlebrand. Emrakul war vorher schon da. Emrakul war vorher schon da, ja. Deswegen. Und ja, seitdem ist das Deck ein Deck. Und das ist schon heftig. Jo, ne? Ja. Kopf ich mal einen Emrakul. Ja, die wird auch mal reingemischt. Stimmt. Trigger gehen auf den Stack, dann resolve the Spell und dann... Genau, wird er wieder mit dem Stack gemischt. Was ziemlich mies ist, weil man dadurch einen Spell, den man aus dem Sideboard genommen hat, machen kann. Ja, dann kommt der Emrakul. Emrakul triggert, man kriegt einen extra Zug. Dann gehe ich in meinen extra Zug. Ja. Oh, schön hier auch durchspielen lassen, das gefällt mir sehr gut. Dann noch ein Showntell gezogen. Ja, und dann Schwing. Ja, du brauchst noch nichts mehr machen. Nö, Schwing, Trigger. Man opfert 6 Permanente. Kann auch bubbeln. Ja, man kann auch bubbeln. Und dann, das wird wahrscheinlich das... Ja, Showntell oder Force gewesen sein. Ja, waren ja 2 Force und Showntell. Ich glaube, das ist auch schon... Ja, ja, also da kann man auch keinen Karakas mehr ziehen. Ich wüsste jetzt nicht, wie die Outcast da rauskommen soll. Das ist eher ein, ich gebe nicht auf, Kamera, was ganz gut ist. Dann zieht man 2 ja. Karten. Bubble. Ah, oh, da ist ein Karakas. Oh nein. Oh, wie bitter. Oh, das tut so weh. Ah. Oh, wäre es nur Showntell Emrakul gewesen, hätte man gewonnen. Ja, aber es ist es leider nicht. Dabei springt auch der Tracker auf 2-0 für Showntell um. Ja, das war ja schon quasi vor dem Angriff, klar. Ja, ja, das ist krass. Ja, ist halt übel. Also, genau, machen viel. Showntell ist da einfach zweimal gezeigt, was es kann. Der Gatekeeper. Und da macht Outcast leider auch nicht so viel gegen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis dahin. Ciao, ciao.